Spargelfreunde können sich freuen. Denn in Südhessen hat die Spargelernte begonnen und das knapp 2 Wochen vor dem Saisonstart der vergangenen Jahre. In der bis Ende Juni dauernden Saison haben die Mitarbeiter von Spargel- und Erdbeerbauer Peter Lipp auf dem Steinbrücker Hof in Weiterstadt gut zu tun. Die fleißigen Erntehelfer sind bereits früh nach Sonnenaufgang auf den Spargelfeldern unterwegs und spüren Spargelköpfe auf, die ins Freie vorgestoßen sind. Dabei ist die Ernte nach wie vor Handarbeit. Die Saison habe vielversprechend begonnen, sagt Lipp. Also am 13. März haben wir den ersten Stange gefunden, aber es war nur einer und das hat sich ja nicht gelohnt. Aber jetzt, durch die intensive Sonneneinstrahlung, gibt es richtig viel und richtig schön Spargel und wirklich eine super gute Qualität. Und ja, wenn die Saison so weitergeht, wie sie jetzt angefangen hat, dann erwarte ich eine sehr gute Saison. Aber ob das auch wirklich so ist, das weiß man immer erst hinterher. König Spargel ist ein empfindliches Gewächs. Frische spielt bei der Verarbeitung also eine maßgebliche Rolle. Am schmackhaftesten sei es, die am Morgen geernteten Stangen zum Mittagessen zu verzehren, so schreibt es der Süddeutsche Spargelverband. Bauer Lips hat auch ein Lieblingsrezept. Also mein ultimatives Spargelrezept ist Spargel mit rohem Schinken, ganz dünn geschnitten, dazu Buttersoße und neue Kartoffeln. Und wenn es dann noch ganz schön sein soll, dann so klein gehackte, gekochte Eier dazu. Auf dem Steinbrücker Hof ging der Spargel am Dienstag zwischen 9 und 14 € pro Kilo über den Tresen, je nach Qualität.